Das Drama nimmt kein Ende, so kann man sich das fast vorstellen an den Märkten. Es ist heute unter die 10.000er-Marke gegangen und ich sage das mit einer Spur von Begeisterung. Es ist, naja, für den einen schon fast Fatalismus. Es geht weiter nach unten. Aber wir müssen damit eben rechnen. Wir haben das immer wieder auch erwähnt, dass das von der Wahrscheinlichkeit nicht untypisch ist, dass der Markt so weit eben runtergeht. Im Gegenteil, ich habe hier nochmal so ein paar gelbe Linien hier drin im Chart. Daran konnte man erkennen, das ist so eigentlich so ein typisches, nicht Mindestmaß, aber bis dahin war auf jeden Fall damit zu rechnen, wenn das hier dieses klassische Muster eben sich widerspiegelt. Und selbst die 161 Achter Marke, die wäre noch unter der 8500, ist noch sehr, sehr typisch, statistisch durchaus realistisch, dass wir diese Marke sehen. Aber das ist kein Versprechen, dass wir die noch erreichen. Doch wir dürften uns nicht wundern. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit für dieses Niveau einfach viel zu groß. Und selbst darunter kann es noch gehen. Also selbst, ich hatte es öfter mal erwähnt, die 7 in der Tausenderstelle, also irgendwas unter 8000, ist absolut realistisch und statistisch gesehen noch nicht irgendwie was, wo man sagen müsste, ach, damit konnte man jetzt gar nicht rechnen. Das entspricht noch den normalen Verhältnissen. Allerdings muss man auch dazu sagen, unterhalb dieser Marke hier nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass es noch tiefer geht, wieder deutlich ab. Was nicht garantiert, dass da dann sofort der Dreh kommt, aber was es dann, sagen wir mal, ein bisschen entspannter vielleicht wieder angehen lässt, wenn man sagen kann, okay, jetzt haben wir genug gesehen, was wir normalerweise brauchen. Mal gucken, wie es geht. Trotz alledem, die Devise des aktuellen Tages kann eigentlich nur heißen, abwarten, bis der Markt Stärke zeigt. Wir sehen das im DAX jetzt hier auf Minutenbasis. Ich habe bewusst mal dieses Bild gewählt, weil auf allen anderen gibt es eigentlich nur was, was stark nach unten zeigt. Wenn der Markt mal irgendwie stärker nach oben entwickeln würde, also irgendwie einen Schub hoch, das ist wichtig, und dafür aber dann wackelig nach unten, dann hätte man ja noch eine gewisse Chance. Allerdings, was wir bisher sehen, ist ja auch eher nichts anderes als irgendwas Dreiwelliges hier nach oben, jetzt wackelt das hier wieder nach unten. Also das ist alles andere als, ja, wir nehmen das Heft wieder in die Hand, wir kommen auf die Käuferseite. Also am DAX ist im Moment nichts zu erwarten. Jetzt wissen wir natürlich, dass der Markt sehr, sehr stark vom amerikanischen Markt abhängt. Deshalb verpflichtend natürlich mal zu gucken, was hier auf dem Dow Jones hier passiert. Aber wenn wir ehrlich sind, wir hatten hier eine Handelsunterbrechung. Die Börseneröffnung, die interessanterweise auf die EZB-Pressekonferenzzeit gefallen ist, vorher schon, gab es Non-Event von der EZB um 14:45, wurde im Prinzip das angekündigt, was erwartet wurde, dass sich nämlich nichts ändert. Also insofern da nicht wirklich Neuigkeiten, die den Markt bewegen durften. Der Markt hat dann nach der Unterbrechung, wir hatten das ja schon ein paar Mal jetzt die letzten Tage, nach unten eröffnet. Der Dow Jones, wechseln wir nochmal hier schnell das Bild, mit einem deutlichen Gap. Wir hatten geschlossen ungefähr bei 23.550, eröffnet hatten wir in etwa bei 21.800, also unter der 22.000er Marke. Und damit haben wir eine typische Marke, nämlich dieses Zwischentief hier, erreicht. Wenn wir uns den Dow Jones hier angucken, dann sieht das schon mal nicht ganz so dramatisch mehr aus, denn wir haben hier ja das Niveau, was ich eben angezeichnet habe, die 161, nicht an der gelben Linie ausmachen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern es geht hier einfach nur um so einen typischen Wahrscheinlichkeitsverlauf. Ich versuche das mal so einigermaßen hier zu zeigen. Das sieht in etwa so aus, so eine Kurve, und man sieht, dass die Fläche unterhalb der Kurve hier, unterhalb dieser gelben Linie, halt doch relativ kleiner wird gegenüber dem hier, wo noch relativ viel ist. Jetzt ist es ein Geschmiere geworden, machen wir das mal schnell weg hier. Aber man kann daran ein bisschen erkennen, okay, wir haben eigentlich die hoch- oder höheren Wahrscheinlichkeitsbereiche jetzt tapfer durchlaufen. Und jetzt fängt die Wahrscheinlichkeit für weiter fallende Kurse einfach ab. Also insofern, Chance ist gegeben, dass der Dow Jones sich langsam einfängt. Und dass wir vielleicht sogar eine Chance auf einen echten Dreh haben und zumindest mal vorläufig diese Bewegung hier zu Ende ist. Aktuell zeichnet sich das allerdings noch nicht wirklich am Markt ab. Wir sehen, dass hier im 5-Minuten-Chart beispielsweise der Markt noch sehr, sehr wackelig ist oder Intraday. Also insofern noch nicht in keinster Weise ein Anzeichen, dass die Käufer gewillt sind, sich hier aus dem Fenster zu lehnen. Im Gegenteil, noch sieht das hier zumindest mal im kleinen Bild zugegeben. Das sind jetzt ja nicht die ganz großen Zeiteinheiten. Aber nach weiter fallenden Kursen aus. Also insofern uns wahrscheinlich heute im Laufe des Tages die Abwärtsseite noch weiter Holz sein, wenn man das mal so sagen kann. Allerdings sollte man mehr und mehr, je weiter wir jetzt hier uns nach unten noch entwickeln, hier vielleicht sogar noch ein bisschen durchstoßen, sollte man sich Gedanken machen, okay,
Gibt es vielleicht dann tatsächlich Anzeichen, die in irgendeiner Form so aussehen und dann wackelig so runter? Das ist ja das klassische Bild, was ich immer wieder erzähle. Und was uns eine Chance gäbe, hier dann mal auf die Longseite einzusteigen. Im Moment ist davon nichts zu sehen, in keiner Form. Wie gesagt, es ist nicht gesagt, dass es noch ewig weiterfallen muss. Die Wahrscheinlichkeiten nehmen ab. Abnehmende Wahrscheinlichkeiten heißen aber nicht, der Markt muss sofort drehen, sondern die Chancen verändern sich. Und da kommt das Bild von russischem Roulette. Wir wissen, nur eine Kammer von sechs ist gefüllt. Die Chancen sind sehr gut, dass man nicht getroffen wird, aber würde man gerne mitspielen? Also ich würde mich da gerne enthalten aus der Geschichte. Und so ähnlich ist es hier auch, selbst wenn abnehmende Chancen jetzt sind, dass es weiterfällt. Noch nicht ganz, das fängt jetzt ein bisschen tiefer hier vielleicht dann an, dass es wirklich dann abnimmt. Dann ist noch nicht gesagt, dass dann der Dreh auch tatsächlich kommt. Zumal manch einer ja sagt, die Situation ist jetzt ganz anders mit Corona und alles, was wir haben. Und dann haben wir noch den Ölmarkt. Sieht die Welt ja viel schlimmer aus. Aus meiner Sicht ist das mit Vorsicht zu genießen. Die Welt ist nie ganz anders. Man hört das immer an der Börse. Diesmal ist alles anders. Nein, es ist nicht wirklich. Es ist eigentlich genauso wie sonst immer. Wir sehen gerade nur auf ein größeres Bild, als die meisten von uns das gewohnt sind. Insbesondere wenn man noch nicht so lange mit am Markt ist. Dann hat man bislang mit diesen großen Zyklen noch nicht so viel zu tun gehabt. Aber sie sind ebenfalls ganz normal eben. Wer sich für solche Sachen mehr interessiert, für den sind zwei Sachen vielleicht interessant. Das eine ist der Trade des Tages, kostenfrei einfach anmelden. Das andere ist Trade to go. Dann bekommen Sie die Nachrichten sogar aufs Handy, aufs Smartphone. Das heißt Videobeiträge, Screenshots manchmal von klassischen Handelssituationen. Zum Beispiel haben wir hier heute Morgen auf eine Sache hingewiesen, sowohl im Trade des Tages, allerdings auch sogar noch per Videobeitrag, das heißt mit noch mal ein paar zusätzlichen Details. Einfach anmelden, Trade to go hier auf finanzmarktwelt.de, beziehungsweise eben auch für den Trade des Tages. Und da hatten wir auf eine Sache referiert, die jetzt eigentlich schon durch ist, denn wir sehen, der Markt ist hier schon noch tiefer gegangen. Das heißt, schönerweise können wir unseren Einstieg hier schon anpassen. Wer solche Details haben will oder sehen will, darauf hingewiesen werden will und warum ist das so und wie reagiert man, wo setzt man denn dann den Stop, wenn ich es anpassen muss, dann ist das eben, es ist kostenfrei, vielleicht nochmal eine ganz interessante Variante, denn da können wir viel einfacher nochmal informieren, als wenn wir das jedes Mal dann als neuen Text dann eben machen müssen. Also insofern das als kleiner Hinweis. Insofern Euro gegen US-Dollar, so wie beschrieben, grundsätzlich im Trade des Tages weiterhin ein möglicher Kauf, allerdings solange es fällt, macht es keinen Sinn. Deshalb Trigger einfach entsprechend anpassen und dann zu sagen, naja gut, kommt er halt noch ein bisschen runter, umso schöner haben wir dann den Weg nach oben zu erwarten. Insofern eine wunderbare Trading-Situation hier. In diesem Sinne sage ich an dieser Stelle jetzt erstmal Tschüss, alles Gute, nicht verzweifeln an den Märkten, im Gegenteil, mit ein bisschen Genuss wahrnehmen, dass eigentlich alles läuft wie immer, nur ein bisschen schneller. Und vor allen Dingen eine Nummer größer, als die meisten das gewohnt sind, deshalb Positionsgrößen entsprechend anpassen. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.